Fanfreundschaft auf den Rängen, auf dem Platz geht es dagegen knallhart um Punkte bzw. den ersten Sieg der noch jungen Saison. Die beiden Unentschieden zum Auftakt sorgten für unterschiedliche Stimmungslagen. Während die Augsburger U23 ganz in Weiß mit dem späten 1:1 bei Türkgücü sehr zufrieden sein konnte, war der torlose Würzburger Auftritt gegen Aufsteiger Memmingen zumindest ergebnistechnisch schon enttäuschend. Dennoch darf beim ersten Auswärtsmatch der Saison vor rund 600 Zuschauern in der Rosenau die gleiche Startelf wie in der Vorwoche ran. Und die rechtfertigte das Vertrauen von Anfang an. Das Geschehen zunächst zwar noch relativ ausgeglichen, nach einer Viertelstunde spritzt dann Saliu Sané aber in einen heimischen Einwurf, braucht dann aber einen Tick zu lange mit dem Abschluss, sodass Marcel Lubick gerade noch parieren kann. Doch mit dieser Aktion rissen die Kickers das Zepter dann komplett an sich und gingen in der 27. Minute verdient in Führung. Gleich zweimal kommen die Gäste da nach einer Ecke zum Kopfball und Marius Wegmann netzt dann völlig freistehend ein zum 1:0. Kurz darauf hätte der 24-Jährige dann beinahe sogar den Doppelpack geschnürt. Wieder kommt er nach einer Ecke relativ ungestört an den Ball, setzt diesen aber knapp neben den Kasten. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann auch mal ein Lebenszeichen der Hausherren, doch der Distanzschuss von David Deger kein allzu großes Problem für Vincent Friedsam. Ansonsten hatte der Vizemeister aber alles unter Kontrolle und er spielte sich vor der Pause noch die ein oder andere Möglichkeit, richtig zwingend wurde es aber nicht mehr. Deshalb springen wir gleich in Durchgang 2 und da gab es kein langes Abtasten. Im Gegenteil, nur 34 Sekunden nach Wiederanpfiff verwertet Benjika Kassiel am langen Pfosten die Flanke von Dardan Karimani zum 2:0. Optimaler Auftakt also für den Favoriten, der mit der 2-Tore-Führung im Rücken danach allerdings etwas den Fuß vom Gaspedal nahm und dem Bundesliga-Nachwuchs die Initiative überließ. Lukas Ehrlich hätte das in der 52. Minute beinahe mit dem Anschlusstreffer bestraft. Die Kickers in der Folge fast nur noch nach Standards gefährlich, was jedoch nichts daran änderte, dass sie nach wie vor alles im Griff hatten, zumal die Heimelf ihre wenigen aussichtsreichen Gelegenheiten wie hier in Person von Moritz Kaube weiter nicht optimal ausspielte. Und spätestens als dieser Freistoß von Lukas Aigner in der Nachspielzeit in den Augsburger Abendhimmel segelte, waren auch die letzten Zweifel am unspektakulären, aber zweifellos hochverdienten Würzburger Sieg ausgeräumt. Ja, Fazit ist, dass wir heute gegen einen Top-Gegner verdient 2:0 verloren haben. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit gab es einmal eine Phase, wo wir so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel hatten, so eine kleine Dynamik auf unsere Seite gezogen haben. Das wäre spannend geworden, wenn wir es 2:1 gemacht hätten. Was hätte dann noch entstehen können? Aber unterm Strich, wie gesagt, gegen einen Top-Gegner, der vor allem die erste Halbzeit sehr, sehr dominant gespielt hat, auch viele Momente vor unserer Kiste hatte, wo wir mit Glück nur mit einem 1:0 in die Kabine gegangen sind, haben wir heute verdient 2:0 verloren. Gutes Spiel von uns heute. Ich denke, dass wir insgesamt sehr, sehr wenig zugelassen haben, deshalb auch zu Recht 2:0 gespielt haben und vorne haben wir uns schon Chancen rausgespielt. Das Manko war heute, dass wir nach dem zweiten nicht das dritte Tor gemacht haben und so den Deckel früh drauf, deshalb war es auch bis zum Ende so ein bisschen eng. Aber ich denke insgesamt gute Leistung und verdient der Sieg von uns. Würzburg holt also dank einer reifen Leistung den ersten Saisonsieg und sorgt damit für etwas Ruhe im Umfeld. Der FCA-Nachwuchs muss seine Punkte für den Klassenerhalt gegen andere Gegner einfahren.